So, wir haben natürlich einen richtigen Bums-Spawn gekriegt. Ah, okay. Ja, aber uns kann ja keiner countern, ne? Stimmt. Also, das ist ja das. Wir haben ja doch von der Straße her. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja Zeit. Beutel, grüß dich. Dieses Mal. Naja, und dann gibt es immer noch die Beachtung. Alter, was fliege ich denn hier? Hier sind noch Boeing. Mache ich, will ich Quests machen und oder will ich looten? Oder will ich halt PvP direkt oder so? Das sind halt dann auch eine Entscheidung, die halt mit reinzählen. Ja, genau. Und dann natürlich auch, kann ich nicht jedes Mal als Streamer hier irgendwo 10 Minuten, 20 Minuten sitzen. Das ist halt auch nicht günstig für die Zuschauer. Selbst wenn sie es verstehen würden oder Verständnis dafür hätten, ist es auch für mich langweilig und für die Zuschauer halt auch. So ein bisschen Risiko ist sowieso dabei. Ja, das hast du immer. Das stimmt. Das muss man aufpassen. Wenn der Hund hier entgegengekommen ist. Also ich glaube nicht, dass er uns entgegenkommt, weil die ja meistens Richtung Haus rennen. Bist du runtergefallen, Benji? Ich bin hier in der Felsspalte, ja. Erstmal bestimmte Beine, wenn ich runterspringe. Ich bin links von euch und gehe die Treppen runter quasi, die... Ich bin ein bisschen müde, Beute. Weil ich gestern... Das lass dich da einfach runterfallen. ...wieder bis um eins gezockt habe. Oh, Alter. So Alter. Natürlich nicht, aber... Das hattest du mal sehen müssen, oh Benji. Hier sich hier. Ist wie ein Wahnsinniger hier runtergesprungen. Schade. Ich hätte das kippen müssen, das sah so geil aus. Ich hab gesagt, scheiße, jetzt stimmt er. Benji, heldenhaften Flug hingelegt. Ja, irgendwie bin ich auch so geflogen, weißt du? Hast du dir alle Kreten gebrochen? Ja. Also beide. Beide Beine. Wenn wir mal am Hubschrauber sind, wird schon mal noch das zweite. Na, mach doch jetzt. Fixieren. Uns hetzt doch nichts. Okay. Mach doch, Benji. Geh hier unter den Felsen. Ich bin links von dir. Ich glaube, Samurai muss ich noch eine Krabbe lauter machen. Eine Krabbe? Bitte. Uiuiui. So, CMS ist durch. Oh, schön. Das wäre so geil, wenn das klappen würde. Dann die Marker-Quest. Ja, wir haben halt einen beschissenen Spawn dafür. Ja. Ne? Also eigentlich muss man jetzt komplett durch die Map, durch den High-Loot-Zones. Also das wird jetzt hier echt tricky werden. Aber machen das bis. Wir können ja hinten raus. Durchs Gebirge durch watscheln. Oh. Ist eine Benji, ist ja schon weiter? Ich bin von einem Hubschrauber, ja. Aha. Guck mal hier, während wir reden, ne, lootet er ganz gut. Ja, da feiner Herr, das sagt nichts. Auch ich. Aber ich bin eh nicht jetzt am Loot interessiert. Ich will eigentlich hier heil durchkommen, alles markieren. Ihr lasst euren Loot doch sowieso dann bei den Rogues liegen. Ja. Wenn ihr euch heldenhaft für mich opfert. Nee, muss nicht. Also... Doch, hör mal, ich bin Level 40, mir ist das scheißegal. Also ich bin durch, ich muss auch keine Quest machen. Wenn ich da wie gesagt vorbeikomme, dann mache ich es gerne, aber ansonsten Arschlecken 250. Naja, aber versuchen noch wenigstens welche mitzunehmen von den Brüdern. Ja. Ach so, ey, wo gehen wir jetzt lang? Hauptsache mal. Wollen wir hier lang gehen? Ist sehr tricky, ne, was ihr da macht. Eben. Weil da die ganzen Landmarks und Pestilis jetzt da oben sind, ne? Ach so. Ja, wo wollen wir jetzt lang? Es ist doch scheiße, was Bonus. Ich würde einmal crossen. Denke ich auch auf der anderen Seite, ne? Ja. Und da sitzen wir noch die Sniper. Das stimmt, da sind die Sniper. Also irgendwas, irgendwo muss man sterben. Mann. Hier liegt eine Leiche. Siehst du, es geht schon los. Das sieht aus wie gescriptet. Ach so. Ja. Warte mal, ich guck mal einmal rüber. Ich guck mal, ich hab ja Weitsicht. Ich guck einmal. Mach mal Gloskowski.
Fritzkowski. Mach mal deinen Glockowski. Oh, ich bin ihm vom Lauflang gelatscht. Ja, habe ich schon gesehen. Wollte schon gerade schießen, aber dann habe ich gesagt, nee, komm. Also ich sehe da jetzt mal nichts. Jetzt erstmal, aber das bedeutet auch nichts. Oh, da wollen wir doch oben lang. Aber da, wo wir... Nee, komm, gehen wir mal einfach hier. Fände das hier eigentlich riskanter als oben lang? Du bist wirklich an der... Du bist ja, an der Mitte lang. Ja. Da, wo die Schüsse herkommen. Ja. Oder? Ich habe auch noch keinen MG-Gehör, also die Rogues sind auf jeden Fall noch da. Mann, wir sind doch hier ins blanke Kanonenfutter. Ja, wir schaffen das schon. Komm, lass uns hier runter durch. Wir können ja auf diese Seite bleiben. Matze hat natürlich dahingehend recht. Jetzt bin ich drüben. Die Seite nachher. Alter. Ach so. So, dann gehen wir. Komm, dann gehen wir am Strand. Komm. Gehen wir am Strand. Ich muss ja auch was markieren. Oh, was? Na, jetzt habe ich es nicht mal gehört. Hier springt doch was im Felsen rum. Oder ja? Springt ihr dort? Wo seid denn ihr jetzt? Benji ist gerade gesprungen. Wir sind hier. Was heißt denn vorne? Vorne, ja. Um den Felsen herum fast schon. Du musst einfach die Leitplanken nach vorne kommen. Genau. Jetzt geh schon vorne, das ist schon mal gut. Ja, ich habe hier was springen hören in den Felsen irgendwie. Nee, das waren wir. Oder kann natürlich sein, dass hinten bei dir was ist. Dann ist es umso besser, dass du nach vorne kommst zu uns. Weil ich hab's nicht gehört. Ja, ich hab was links gehört. Ey, ich renne hier. Ja. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Also die Kommunikation. Wir sind vorgelaufen, einfach die Straße vor. Genau, wir sind vorgelaufen. Einfach weiterlaufen. Du bist schon an der richtigen Stelle. Einfach weiterlaufen. Da siehst du uns. Um den Felsen herum sind wir. Hab ich auch von links oben was gehört. Ey, steht dort einer und zielt auf mich? Ja, das bin ich. Ah, okay. Ich ziele nicht, ich sehe dich. Okay. Sehr gut. Weiß nicht, ob ich von links was gehört habe. Ja, ich meine auch irgendwas. Aber ich kann auch natürlich Matze gewesen sein, ne? Renn mal vor, hä? Ja, wollte ich gerade sagen, komm, lass uns mal. Alter, wo die langlaufen. Wir kriegen uns ja jetzt von rechts und von links. Ja, von rechts snipet ja keiner. Die sind ja alle in den Häusern. Denke ich auch. Und links von da oben kann keiner runter gucken, jetzt sag ich mal. Deswegen gehe ich ja ganz nah am Felsen. Da vorne rennt einer. Da vorne rennt einer. Das ist kein Scaff, oder? Nein, ist kein Scaff. Liegt aber. Hab ich. War ein Spieler. Aber ich loot den jetzt noch nicht. Muss noch mal klären, ob er einen Kumpel hatte hier. Mate hat er, ja. Das war die Stelle, wo der Meier immer gesessen hat, oder? Bin mir nicht sicher. Wer ist gerade auf Metall gelaufen? Ich nicht. Ich bin kurz auf Metall. Da laufen irgendwie Stahlträger im Gebüsch. Okay. So, wo seid ihr? Wir sind schon vorne weiter. Okay, ich guck mal ganz kurz zu dem Typen. Und dann mussten wir ja eigentlich da, wo ich jetzt bin, erschossen, ne? Mhm. Wo habe ich ihn denn erschossen? Ey, das ist immer, wenn man mit Sniper-Waffen hier... Man kann auch versuchen, hier unten über die kleine Holzbrücke zu gehen. Da bist du nicht so auf der Kreuzung. Weißt du, was ich meine? Ja, unten, die unten am Wasser vorbei, übers Wasser führt. Und dass du dann hoch und den ersten LKW markieren kannst. Ja. Weißt du? Das ist besser als über die scheiß Brücke zu rennen. Okay. Würde ich sagen. Also habe ich es gemacht. Können wir auch machen. Dann müssen wir auch die Rogues alle umnieden. Das muss Samurai machen mit seiner Sniper. Ja, gerne. Ich bin auch gleich so weit. Dann komme ich zu euch. Ich liege unten im Busch. War doch ein Scaff, ey. Was für eine Scheiße. War doch ein Scaff. Ich hätte auch gedacht, das wäre ein Spieler. So. Ja, vor allem wie er gerannt ist und wie er sich umgedreht hat. Das war auch gleich ein Spieler-Scaff, ne? Kann auch sein. Kann auch sein, ja.
Geh vor, schon ein bisschen was. Also ihr wollt um die Brücke herum, habe ich das richtig verstanden? Ja. Damit Matze erstmal den ersten LKW markiert, richtig? Genau, genau. Ja. Den hat er noch nicht, ne? Oder hat Nein. er den schon? Nee. Okay. Renji, vorne bei diesen dann gehen wir Containern. Bei diesen Containern. Ja. Ich renne jetzt Richtung hier diese zwei Häuser. Zwei Häuser? Was ist zwei Häuser? Na, hier sind doch die zwei Häuser am Strand. So, da bin ich jetzt. Du, danach willst du. Hm? Ja, ich bin hinter ihm. Seht ihr? Linken, rechts von dir? Ja. Auf der Straße, Matze. Ah, okay. Bevor wir rübergehen, muss ich mal ein bisschen kurz stacken hier, Männer. Mhm. Immer hier im Gebüsch und dann stack ich mal kurz. Das ist dumm, ich weiß bloß dort nicht, wo die Minen dort rumliegen. Ich könnte hier gerade einen LKW aufschließen. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich gar keinen Schlüssel habe. Warte, ich guck mal ganz kurz hier hoch. Einmal, ob da die Roaches. Sieh von meiner Position aus keine. Komm mal rüber. Nee, da ist keiner tatsächlich. Ich gehe mal zum LKW. Also auf dem linken, ist keiner. Auf dem linken Turm ist kein Roach. Das ist schon mal gut, aber was nicht bedeutet, dass er jetzt nicht gleich kommt, wenn wir drüben sind. Kann ich dann... Kann ich dann doch über die Brücke rennen? Matze? Ich bin hier drüben Matze, schon. Nee. Komm mal mit. Ich zeig dir mal, wo du lang gehen musst. Komm mal hier, ganz sneaky. Nee, du kannst schon hier... Du brauchst auch nicht über die Steine. Du kannst schon hier entlang kommen. Weil hier ist noch nichts. So, und jetzt gehst du schnurstracks zu dem Teil und legst erstmal dein Dings ab. Na, aber hier liegen Minen. Nein, doch nicht, wenn du da... Ja, da geht... Da liegen keine Minen. Die Minen sind hinter der... Pflanze! So. Wenn ich eine kleine Empfehlung aussprechen dürfte, ich würde entlang des Mauers auf die andere Seite jetzt gehen. Ja. Weißt du? Also ja. Die können uns ja nicht durch die Mauer erschießen. Nee. Dann gehen wir einfach entlang der Mauer und in der anderen Seite ist ja dann der nächste. Genau. Und da können wir ein bisschen snipen vorher und ein bisschen die Gegend kleben. Im Prinzip wäre es aber schlau, ja, wenn Matze da reingehen würde, weil der erste Panzer steht gleich da vorne hinter der Mauer. Ah, na gut, da renne ich schnell rein. Der ist hinter dem Zelt, ja. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Rohr gesehen, also... Ich guck mal schnell rein. Der erste Panzer ist gleich, wenn du dann gerade zu... Ja, ich weiß. Oh! Geduld. Guck, wir hatten Sniper. Ich könnte nicht weg. Also ich nicht, ich war auf einer Straße. Ja, das war ein Rogue schon. Ich hab gesehen, wie du runtergefallen bist. Da liegt er. Arme. Benji, du solltest doch wenigstens noch einen Rogue mitnehmen. Naja, guck mal, versuch mal, ob du den snipen kannst, aber lass dich nicht erschießen. Nee, ich kann den nicht snipen, weil der direkt hinter der LKW ist. Na gut, dann lass uns zurück. Aber jetzt haben sie sich aufs eingeschossen. Wir müssen zurück. Ich kann hier von oben willst du mal gucken. Naja, auch das Rest werde ich auch nicht machen. Lass uns übers Dorf hinten rein. Da kannst du von oben besser snipen, glaube ich. Ja, ich würde auch das Ding erstmal zum Schluss machen, weißt du? Mhm. Also diese Panzer würde ich zum Schluss machen, ne? Weil das ist... Der Matze lootet jetzt erstmal in aller Ruhe. Als ob wir nichts anderes zu tun hätten, ne? Das haben wir doch nicht. Wir haben Zeit. Nerven aus Stahl. Matze, kommst du? Ja. Jetzt muss man hier aufpassen, wegen des Haus, ne? Weißt du ja, ne? Ja. Kann sein, dass irgendein Assi da oben hinhockt. Ich hab jedes Mal, denke ich, hier an das MG, siebt mich von der Straße weg. Lass mal kurz hier warten. Ob da irgendeiner. Ne, ne.
Ja, die Rocks sehen uns hier. Vorsicht. Ja, ja, ja. Oh, komm, lass uns mal abhauen hier. Da ist es schon passiert. Haben sie dich schon, oder was? Die haben mich schon ein Stück geschossen, aber Alter, fragt nichts nach Sonnenschein. Aber du lebst noch, ne? Scheiße. Ja. Hier stapft aber einer drin rum. Pass mal auf, dass der am Haus nicht rausballert. Da ist einer drin. Okay. Wichtige Info. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht, wie ich hier liege. Aber wo liegst du denn? Ja, an dem Haus. Okay. Wo wir gerade reingekommen sind. Ich sag noch, da sehen die Skeps, da sehen die Rogues uns. Und schon kriege ich meine Packung ab. Hast du ein Sam mit? Eine Heilung? Ich hab Heilung mit, ja. Ich meine für die schnelle Heilung. Grünes Sim oder nee. Gelben. Sowas habe ich noch nie benutzt. Außer ein Propital, ja. Aber grün habe ich noch nie benutzt. Das hier stapft einer. Hörst du das? Hörst du das nicht? Ja, ja, nee, ich höre nicht. Ich bin ein bisschen weiter weg. Aber ich komme näher ran. Ich bin hinter dem LKW jetzt, ne? Mhm. Er ist drin, also. Er spekuliert schon. Kriegt er eins. Er spekuliert schon auf meinen Tod. Kasten? Ne, da ist ein Spieler. Ich hab den Spieler. Okay. Ja, im Haus läuft immer noch. Ja, ja, aber ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, leider. Nee, nee, nee. Weil ich auch ein bisschen erschossen bin. Der Spieler meint es nämlich ernst, ja. Ach so, ich dachte, du hast ihn umgelegt. Hab ich, aber es war jetzt nicht umsonst. So, ein bisschen Essen zur Zeit muss sein. Oh, meine Body Armor runtergeschossen auf 0, nichts. Boah, Alter, ich bin leer geschossen, ich muss wieder stacken. Da hat was zu trinken hier mit. Also ich würde jetzt wie ein Geistesgestörter losrennen. Warte einen Augenblick, warte einen Augenblick. Ich komme ja mit dir mit. Das hat ja. Ja, ich liege hier, aber wenn er richtig aus dem Fenster guckt, wenn er weiß, wo ich bin, bin ich geschichtet. Da schießt mich ja ein Klump. Wieso soll er denn wissen, wo du bist? Du bist ja ruhig. Na, ich habe mich doch gerade zusammengeflickt. Okay, warte mal, ich bin sofort soweit. Lass mich mal ganz kurz. Nee, das ist mir jetzt zu riskant. Du kannst halt eine Minute bleiben, dort warten. Ich renn schon Richtung Dorf. Okay. Ich liege jetzt hier nicht als menschliche Zielscheibe noch ewig um 3 Tage rum. Ja, ich höre dich rennen. Oh, da schießt was auf mich. An mir vorbei. Nein, das war ich. Warum schießt du auf mich? Ich wollte mir meine Position dir zu erkennen geben. Hier bin ich, guck mal. Hörst du es? Da oben. In dem zweiten. Hm. Ja, ich renne jetzt aber hier unten weiter, Richtung Brücke. Ja, alles gut. Hm. Renn, mach. Wieder übelst laut, dann wieder arschleise. Okay, ich komm hinter dir, nicht erschrecken. Okay. Renn hinter dir her. Ich bin am Traktor. Ja, ich sehe dich. Renne jetzt über die Brücke. Ja, ja. Das sind Spieler. Skat schießt auf mich. Okay. Ja, habe ich gehört. Geh einfach weiter. Ich kümmere mich um ihn. Was trifft denn mich hier noch? Ich habe ihn geschossen, der ist jetzt auf mich fixiert. Kannst weitergehen. Alter Schwede, da
der hat mich fast gehabt, Matze. Oh, Alter, mich hat er schon wieder ein Stück geschossen. Ich bin schon wieder ein Klumpen Scheiße. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Wir müssen beide. Ich muss auch mal heilen. Ich hocke hier in der Hütte drinnen. In der großen. Ja, ich weiß, ich weiß. Du kommst rein. Hm. Da ist er ja. Oh, ey. So Alter, einen schlechteren Hütte hast du dir nicht aussuchen können. Ja. Du weißt, was hier los ist, ne? Weil die ihren. Ihre Quest ja machen, ne? Was? Er ja, macht hier Quests. Welchen im Bunker? Ach, das haben die doch schon alle gemacht. Warte, ich werde es machen. Das Einzige, was ist hier im Patrouillon, kann nochmal Skeffs. Alter. So. Die Kraft der Saurier, Junge. Zähre er Kraft vom Saurier. Ich hab nichts mehr, um Blutung zu stoppen. Hast du blutest du oder was? Nö, aktuell nicht, aber. Dein Groß ist, oder klein? Afak kann das machen. Ja, aber da zieht man gleich direkt 120 stimmt, ab oder so. Story, oder? Mhm. Das ist auch so null. Nein, komm her, ich hab was. Warte, ich muss mich noch zusammenflicken. Ey, Lighthouse, Junge, ich hasse diese Map. Nein, die ist super. Auch immer Lighthouse zu diskreditieren. Die ist vielleicht super, wenn du einfach zum Ballern herkommen kannst, aber wenn du irgendeine scheiß Quest machen musst, dann ist es die Hölle. Die Spitze. Hör auf mit dem Mimimi. Reiß dich zusammen. Stirb wie ein Mann. Ich hatte echt übelst Schwein bei diesen Quests. Also ich hab das, diesen Panzer, da habe ich zwei Anläufe gebraucht, aber bei diesen Tanks, das habe ich in jedem Anlauf irgendwie, habe ich das hingekriegt. Hm. Da war, hatte ich wirklich Schwein, glaube ich. Ja. Da waren die ganzen Rogues weg, da war, ich hatte da freien Handlungsraum. Mist. Geh mal kurz auf die Leiter. Mhm. Nein. Jo. So, bin schon fertig geheilt. Jetzt ja. Ich bin schon jetzt zu nichts mehr zu gebrauchen und die Quest ist nicht mal im Ansatz erledigt. So. Ja, das kriegen wir schon hin. Du sagst, so, du hast... Was brauchst du? Für große Blutung oder für kleine Blutung? Was brauchst du? Oh, Achtung, da kommt einer. Ja, rennt weg. Für große. Für große. Mhm. So, hier, gönn dir was. Nee, ach so, nee, das ist ja ein Saleva. Das brauchst du doch selber. Ja, und? Nein, ich hab zwei. Ach so, okay, danke. Das hab ich von einem Schwieder geerbt bekommen. Ah, oder sehr schön. Irgendeinem Typen, keine Ahnung. Von da dem. Lacht das Herz. Ich guck nochmal schnell hier zu dem Skeff. Irgendeiner von einem Vögel hat mir das geschenkt. Hat auch noch ein S-Marsch, sehr schön. Guter Skeff. Ja, Alter? Ich habe aber auch Smarsch mehr, wenn du welche brauchst. Ne? So, pass auf. Sind wir dann safe oder was? Ja. Bin bereit. Okay, dann gehen wir. Aber wir müssen erstmal den Typen hier, der lacht, der hier blöd gelacht hat, der ist hier um die Ecke wahrscheinlich. Muss mal aufpassen, nicht, dass der uns wieder jetzt hier über dem Haupt schießt. Der musste rechts sein von uns. Rechts hinterm Haus irgendwie. Lang wird das weiter vorgelaufen, oder? Kann natürlich sein. Egal. Okay. Er ist weg. Lass uns rüber jumpen. So, jetzt ist ja einer von den scheiß Dingern direkt hier vorne, ne? Der Hubschrauber ist doch hier auch irgendwo, hä? Den Hubschrauber musst du auch noch machen. Ja, alles. Alter Junge. Außer zwei Panzer. Ey, sterben, was soll das heißen? Wegen. Ich habe mit dir letztens Reserve-Quests gemacht. Du kannst auch mal was für mich machen. Ja, ist gut. Komm, also ich gehe mal gucken. Wo gehst du jetzt hin? Mal ganz kurz Lucky machen.
Ja. Ja, ich muss mal gucken, da wo die hocken meistens. Also, auf der gegenüberliegenden Haus ist schon mal keiner von denen auf den Maschinen, das ist doch schon mal was. Okay, die scheinen schon mal frei zu sein. Aber hier vorne war ja einer, ne? Das heißt, ich muss mal ganz kurz einmal hier reingehen und Luki Luki machen. Du musst ja bloß die Dächer erstmal abgucken, weil die können die MGs ja nicht drehen. Die können die ja nicht so weit rüber drehen, dass sie hier auf uns schießen. Also von den MG-Türmen dürfte uns jetzt... Ja, ich weiß. Nur von den auf dem Dach, die dürften uns gefährlich werden. Ja, das Problem ist aber auch, wenn wir da hingehen zu dem Hubschrauber, da drunter sind ja auch noch welche. Also MGs scheinen links und vorne frei zu sein. Jetzt muss man nur noch das Osthaus mal einmal anglotzen. Mhm. Klotzen Sie. Ja, scheint vorne, Vorne nicht zu sein. Okay. Hinten. Bockt da einer? Schwer zu sehen, weil es so diesig ist. Ich glaube nicht. Schieß mal einfach. Also ich sehe jetzt nicht. Wie schieß mal einfach? Na, schieß mal. Schießen? Ja, bevor es dann doch einer ist. Ich habe letztes Mal... Nee, das war definitiv. Nee. Ach, meinst du das? Okay. So, dann kannst du reinkommen. Ich würde sagen, dann gehen wir als erstes mal zum Hubschrauber, oder? Als erstes mal zu diesem... Vorne direkt zu dem LKW da kann vorne. Ich drüben? Siehst du den? Ich muss erstmal aufs Grundstück. Zurück. WB. Noch ein Kabel gemacht. So. Zu dem LKW da vorne, ja, den sehe ich. Ja, den als erstes, weil das ist dann. Und hast du auch das Haus da hinten abgecheckt? Hier, was an der Pipeline ist? An der Pipeline, ja, habe ich. Was auch nicht bedeutet, dass sie dann nicht hochkommen. Es kann auch sein, dass sie unten sind und dann rennen sie die Treppe hoch. Ne? Mhm. Also, als ich gecheckt habe, jetzt checke ich nochmal. Da ist jetzt erstmal nichts. Aber es gibt keine Garantie, weil es kann auch sein. Also, ich merke ja auch, es war so auf Grundeis. Ja, mir auch, aber ist halt so. So, risk no fun. So, und dann gehen wir da in einem Haus hinein, würde ich sagen. In welches? Da. Muss Achtung. Ich da rein? Sei mal leise. Ja. Ich stehe ja nicht gerade. Ich hab da was laufen. Ja, aber das ist... Okay. Ja, doch, zu gehen durch die Mauer. Ja. So, dann pass auf, dann lass uns mal zu dem Hubschrauber gehen, weil das ist ja noch einigermaßen safe, wobei nichts ist hier safe, aber egal. Oh, da waren ja nicht Minen irgendwie. Wir rennen ja einfach durchs Grün. Nein, hier nicht. Nein. Hey, hier rennt was. Achtung, hinter uns. Bewegst dich was? Ja. Minus? Ja. Ja, habe ich gesehen. Bin mir nicht sicher, ob noch einer da ist. Hast du das? Ich knoschle hier, ja. Okay. So. Matze. Ja. Hubschrauber, so. Dann komm runter zu dem LKW und dann gehen wir zum Hubschrauber, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Looky-Looky gemacht. Ich habe zwar nicht alle Gegenden abgecheckt, aber das, was ich sehen konnte, scheint frei zu sein. Den hole ich mir nachher ab, den Sportsfreund. Ja, genau. Machen wir jetzt erstmal sich looten. So, hier ist der Hubschrauber. Komm ich da hin? Nimm da einfach hier drüber. Springst. Pflanzen! Mann. Achtung! Hast du da geschossen? Ja, was liegt denn hier rum? Ne, das ist meine Alter. Ach so. Du hast nicht gerade meinen Marker hochgekommen, oder? Ich schmeiß das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso legst du den auch auf den Boden, oder? Alter? Den heftet man an die Wand. Ist das scheißegal, wo man den hinlegt. Ne, dann denke ich, das ist Loot. Oh, Matze, deine Knarre ist rot. Hast du es gerade gesehen? Oh. Mail Function. Uiuiui.
Matze, der trollt mich. Jetzt war's. Der will mich fertig machen. Hier, Matze, hier liegt ein Grizzly drin. Naja, ich, sowas packt man da, also da, wenn da so ein Ding auf der Erde liegt, denke ich, hey, ist gut. Wenn es an der Wand klebt, wohl eher unwahrscheinlich. Hast du schon markiert? Das, ja, ja, das war jetzt nicht mit Absicht, dass ich da den Markkopf klauen wollte. Nein. Erstmal hast du auch nicht gesagt, dass du markierst. Danke, Grizzly. Oh, super. Doch, am Anfang des Raids habe ich gesagt. Ja, aber ich weiß ja nicht, was. Du hast gesagt, du musst auch noch was markieren. Habt ihr dasselbe Exit, also hier Northern Exit, klar? Wir werden das gleiche haben. Hm. Also, ihr habt nämlich schon mal viel Zeit, ne? Oh, Northern Checkpoint, ja, lass uns mal dahin. Dann würde ich euch empfehlen, macht ihr noch die zwei Tanks da hinten und den Panzer, der ist auch gleich dort bei dem Heli. Ja, das stimmt. Okay. Komm. Gut. Vor diesen linken Wassergebäuden. Dann will ich den Typen noch looten, oder? Oder? Nee, lass doch den Scheißtypen. Komm, lass uns mal erst einmal deine Sachen, weil momentan ist hier die Situation günstig. Geh mal ganz kurz hier nochmal gucken. Gut, warte, ich muss nochmal schnell nachklippen. Falls es zum Feuergefecht kommt. Hier gibt es manchmal Bitcoin umsonst. Hat es 8 Minuten, ne? Ja. Machst mich ganz fickerig. Kein Stress, junger Mann. Kein Stress. Machst mich ganz fickerig. Ich, so eine Wirkung habe ich auf manch eine Person. So, wo bist du jetzt? Hochgerannt? Ach, ja, da. Oben, komm. Jetzt straight hier runter, komm. Wir müssen Gas geben. Gas? So jung kommen wir nicht mehr zusammen. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, mein Freund. Ja, pass auf. Dass wir auch, ich möchte auch noch alt werden. So, wo ist noch was zu markieren? Hier, guck mal, siehst du diesen Panzer da? Vorne, da ja, wo ich jetzt leuchte. Ja. Da gehst du hin. Okay. Und ich deck dich von hier. Weiß einer, kommt, renn ich weg. Ja. Nein. Alles gut. Bin hinter dir. Sag mal, habe ich den schon markiert? Ich glaube, den habe ich schon markiert, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr selber. So, wo renne ich jetzt hin? Der nächste ist dann komplett Richtung Train Station. Train Station. Okay. Oh, mit. Ja, warte, ich will erstmal hier die Markierung durchlaufen lassen. Nicht, dass ich einen Headshot kriege und den nochmal machen muss. Wir haben ja Zeit, das schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Next Level auch noch. Mhm. Er spielt mit Verstand. Man könnte es kaum glauben. Ja, ich bin. Das schafft ihr definitiv. Berührt. Ihr müsst jetzt noch den Panzer, den anderen Fuel Truck und dann noch diese Fuel Tanks. Das war's. Und das Exit ist ja gleich da hinten bei den Fuel Tanks. Aha. Benji, du guckst, ob wir richtig laufen? Ja, ich sehe es halt zeitverzögert. Hm. Ja, ihr müsst davor. Schon richtig. Ihr müsst davor. So, hier dann schräg rechts, ne? Komm genau. Hatze. Aha. Das ist nochmal so ein Zelt und das nochmal so ein Panzer. So, deinetwegen sterbe ich hier jetzt gleich. Hier stirbt niemand, wenn ich dabei bin, außer Benji. Ah, ich sehe den Panzer. Ja. Oh, der Zug. Der Zug ist schon weg. Gleich, aber ist egal, wir haben Northern. Als nächstes musst du dann auf dieses, auf dieses Gelände von Bahnhof. Ich hab keinen, sonst hätte ich auch markieren müssen. So, dann komm mal mit. Ich kenne den anderen, kenne ich schon. Oh, hier liegt was für mich. Jetzt muss man aufpassen hier. Jetzt muss man echt völlig aufpassen. Ich würde sagen, pass auf, lass uns mal hinten rumgehen, weil wenn da einer ist. Lass uns mal hier lang gehen, ist sicherer statt durch die Tür da. So, dann hüpfen wir hier drauf. Und dann hüpfen wir nochmal drauf. Okay. Alter, hier liegt schon wieder einer auf dem Boden. Okay. Panzer sind markiert. Bist du soweit? Ich höre. Ach, so ein Skaff, normales Skaff. Ja, ich bin. Naja, ein bisschen Ausdauer. Aber warte, ich muss mal erholen. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Ja, ich auch nicht. Warten Sie. So, dann muss man halt nur noch zu dem hinteren. Musst du auch die hinteren Fuels da markieren? Ja, ja. Also du hast ja gar nichts markiert bisher. Nee. Okay. Ja, dann komm mal mit. Wir müssen.
sonst muss man hier vorsichtig sein. Sind ja Minen. Was musst du noch markieren? Nein, 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 hier sind keine Minen. Da, wo ich lang gehe, ist keine Eigentlich Minen. Eigentlich würde ich sagen, nur noch zwei LKWs. Die Panzer sind fertig, der Hubschrauber ist fertig. Okay, ein LKW muss. Ein? Habe ich schon, so. Hab ich schon drei markiert? Mehr hoch. Nein, ein. Du musst drei LKWs und diese Tanks, die auf dem Boden stehen. Ah, okay. Den LKW zeige ich dir gleich. Wir gehen jetzt mal ganz sneaky hier rein. Wir machen erstmal Joskowski. Rechts, Skeff. Vorsicht, Vorsicht, Skeff. Ach, mein Gott, den leg mal um. Sagst du so? Dann stirbst du vor meinen Augen. Der Mann. Der LKW ist so, in der Verlängerung. Wollte ich gerade sagen, pass auf. In der Verlängerung könnte eventuell. Wo ist der LKW? Skeff sein. Komm mal bei den Gleisen. Ja, komm mal mit. Komm mit. Komm mit. Wenn wir Pech haben, kommt uns jetzt ein Skeff-Player entgegen. Weil das ist meine Route, wo ich mir die Taschen vollstopfe. Ja, siehst du, wusste ich doch, ja. Okay, von rechts. Von rechts. Das war aber MG, Alter. Ja, das war ein Rot. Benji, wo ist der LKW? Auf, hinter dem Zug, hinter dem gerade lang bist. Okay. Ja, gehst du einfach nach hinten. Ah, ich sehe. Dann drehst du dich einmal rechts um. Kann ich ja nicht markieren. Genau, den musst du markieren. Ja, wenn du vorne gehst, dann können die sich nicht erschießen. Und linker Hand hast du gleich die Tanks, die siehst du auch da aus deiner Position. Okay. Ja. Also jetzt siehst du jemand, das braucht gerade vor 10 Sekunden. Ey, der schießt auf mich, Alter. Na klar, schießt auf dich. So, Benji, wo habe ich die Tanks? Links wieder zurück. Richtung Bahnhof. Ja, und dann rechts, rechts, rechts. Ja. Ich sehe es halt 10 Sekunden ganz später, am Ende, ne? Vom Map. Genau. Ganz am Ende vom Map ist es. Nee, also jetzt Richtung Bahnhof rechts. Oder Richtung dahinter? Nein, 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 nicht Richtung Bahnhof. Schräg rechts vom Bahnhof. Dreh noch ein bisschen. Okay. Ja, da. Da, wo du jetzt hinguckst. Wie sehen ja, genau, dahin, geradezu. Ich muss nicht sputen. So ist es. Dann rennst du einfach am Zaun lang. Da kommt dann, also zurück, Richtung Straße, am Zaun lang. Und dann ja, kommst genau, du da zu diesem... Da bist du richtig. So, wo jetzt? Links. Links. Dann immer am Zaun lang. Ah, da, ich sehe sie. Ach so, du hast die Tanks noch mal gesehen, okay. Doch, du suchst schon das Exit. Nee. Das ist so verzögert, das ist ein bisschen blöd. Alter, später. Ja, du musst den scheiß Delay wegmachen. Ja, was? Hä, wie soll ich denn das machen? Das ist... Mit uns spielst. Das ist Dings. Twitch, normaler Delay. Also, und der ist schon weniger als bei YouTube. Stimmt. Kann ich auch nichts machen. Er ist um keine Ausrede verlegen. Du rennst dann einfach geradeaus, Matze. Aus der Position, wo du gerade hinguckst, so. So, gut. Und rechts von der großen Halle hast ja, du den Durchgang. Jetzt weiß ich, Benji, jetzt, also, okay, jetzt kenne ich mich aus. Genau, ja, er schießt schon wieder an. Ja, der meint es ernst. Aber siehst du ja, ne? Die ganze Zeit war keiner auf den MGs. Und dann jetzt zum Schluss, die kommen nämlich von unten auch hochgelaufen. Das heißt, wenn du mal einmal schaust und da ist keiner, ist es noch keine Garantie, dass in 2 Minuten immer noch keiner da ist. Mhm. Ne? Das ist halt das Heimtypische. Da musst du eigentlich ständig hochgucken, ne? Ich hab's jetzt natürlich, das war mein eigener Fehler. Ich habe einfach jetzt an diese Regeln nicht gedacht und bin da einfach den Vollhorn durchgerannt. Aber ist ja gut, dass ich dann vorne war. Halt nicht erwischt, ne? Warte mal, wir wollen doch irgendwo das Loch im Zaun. Ja, links. Ah, hier. Ja, genau. Punktlandung, ne? Ja, sehr gut. Oi. Aber richtig knapp. Jede Minute des Rätsels ausgenutzt. Ja, sehr. Wahnsinn. So müsstest du eigentlich laufen, ja. Mhm. Ja, vor allem, wir sind ja vom Arsch der Welt hierher gekommen. Ja, also mhm. Richtig über die ganze Map. Alter. Krasse Scheiße. Oh, geil. Danke euch, Jungs. Für eure gebrachten Opfergaben.